In diesem Video zeige ich dir einen Editing-Hack für DaVinci Resolve fürs iPad, das wird dein Leben um einiges vereinfachen. Ich rede von Fade In to Playhead und Fade Out to Playhead. Im gestrigen Video habe ich dir gezeigt, wie du mit diesem kleinen weißen Punkt Sachen verschieben kannst und zum Beispiel sehr schnell eine Transition setzen kannst. Aber es gibt auch die Shortcuts, dass ich zum Beispiel sage, ich platziere mein Playhead hier und jetzt kann ich vom Anfang bis hier zum Playhead mit einem Shortcut Option, Shift und D alles faden. Fade In. Das gleiche kann ich auch hier draußen machen, also quasi fürs Outfaden. Option, Shift und G und jetzt wird es bis zum Playhead ausgefadet. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, gib uns einen Daumen hoch, abonniere auch unseren Kanal und wir sehen uns im nächsten Video. Ich bin Daniel, mach's gut, ciao!